Liebe Zuschauer, es ist vermutlich sehr windig und rauscht ein bisschen im Ton. Wir sind jetzt hier vor dem Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz. Und hinterhalb des Brandenburger Tors ist die Demo angekommen. Ihr seht, es wurde eine riesen Bühne aufgebaut. Daneben scheint eine riesige Leinwand zu sein mit Screens. Das heißt, das Ganze wird auch noch mal auf den Screen gebracht für die, die weiter weg stehen. Das macht es natürlich auch leichter, die Mindestabstände einzuhalten. Das kennen wir von den zwei großen Querdenken-Demos tatsächlich. Da wurden hier auch solche Screens aufgebaut. So, man fragt sich jetzt natürlich, wo die ganzen Menschen hin sind, die jetzt vorhin noch an uns vorbeigezogen waren. Und jetzt schauen wir uns hier einfach mal um. Machen uns mal einen Eindruck, wie das hier aussieht. So, die Straße Richtung Goldelse ist komplett abgesperrt, wie es scheint. Es sind hier massive Aufbauten vorgenommen worden, als ob hier die nächste Love Parade stattfinden wird. Leider wird das nicht der Fall sein. Ich weiß noch nicht genau, wie lange hier die Kundgebung angekündigt ist. Das werden wir vielleicht noch in Erfahrung bringen können. Momentan, fragt man sich sogar, wo sind all die Demonstranten, die hier vorbeigezogen sind, vorhin an uns. Ich vermute mal, dass der Demozug einen kleinen Umweg macht und aus vermutlich nördlicher Richtung von oben oder aus südlicher von unten hier zu uns stößt. Vielleicht können wir das in Erfahrung bringen, indem wir mal hier Leute ansprechen, die diese Veranstaltung mit betreuen. Hier ist jetzt quasi so Soundcheck und wie ich ja sagte, 14.30 Uhr ist die Ankunft des Umzuges hier vor der Bühne geplant. Die großen Pressehäuser und auch andere Pressevertreter haben sich hier schon ausreichend und in großer Zahl platziert, damit das Ganze medial auch wirksam sein wird mit großer Sicherheit. Da muss man sich wohl keine Sorgen machen. Und ja, so ist jetzt momentan hier erstmal der Stand, nicht viel los. Also hier eigentlich nur Presse auf dem Platz gerade und da hinten die ersten Schaulustigen. Ja. Sobald hier mal ein paar Leute mehr ankommen und die ersten Reden dann geschwungen werden, schalten wir wieder für euch ein.